Herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins Awakening. Im letzten Part haben wir das Hauptspiel abgeschlossen. Ein paar Sachen sind nicht ganz so toll ausgegangen. Dafür geht es jetzt auch weiter mit Awakening. Keine Sorge, Lesestunde kommt noch, sobald wir komplett fertig sind. Aus einem anderen Modul importieren. Ja, Luva. Fortgeschritten. Ja, die importieren bitte. Du wurdest als Kommandant der Wächter Ferelden ernannt und bist nun auf dem Weg zu Virgils Wacht. Die Festung war einst das Zuhause von... Der Tod des Erzdämons bedeutete den Sieg über die Verderbnis. Aber die dunkle Brut verschwand nicht einfach. Ein Großteil der Horde zerstreute sich in den Küstenstrichen nördlich von Dannerim. Und zerfiel dort in verfeindete Stämme. Die dunkle Brut suchte sich Verstecke und fiel über die Bewohner der Region her. Sie stürzte ins Chaos. Als neue Kommandantin der Wächter Fereldens müsst ihr den Orden wieder aufbauen und der Bedrohung Einhalt gebieten. Ihr seid in Amaranthin, um euch in Vigils Wacht mit dem Rest der Grauen Wächter zu vereinen. Dass euch niemand willkommen heißt, als ihr euch eurem Ziel nähert, deutet allerdings darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Nanu, wo sind die Wächter, um uns willkommen zu heißen? Wer bist du? Hier stimmt etwas nicht. Schnell, Kommandantin! Hier stimmt etwas nicht. Wer bist du? Mairi. Okay. Die hat ein Level Up. Zuerst mal... Danke. Dann, wo ist mein Bogen? Nirgends. Warum auch? Wieso sieht man den Helm? Danke. So, du. Was bist denn du? Bist eine Kriegerin, das war eigentlich klar. Ziemlich ähnlich wie Alistair geskillt, um nicht zu sagen... identisch. Oh Gottes Willen hat die wenig Konsti! Seid ihr doch ganz Bache? Aber die Talente sind ziemlich gleich wie bei Alistair. Zweite Luft? Oh, die sind neu, die Skills. Ja, hier sind ein paar neue Skills dazugekommen. Oh ja. Ja, 1:1 Alistair Skills. Alles klar. Bis halt auf die Templar-Sachen, die sind weg. 13 Konsti, geht's noch? Anuminos? Habe ich nur einen scheiß Dolch. Ah, ich habe mein Zeug noch. Danke. Falondins Einfluss. Nein, nicht du. So. Dann haben wir hier den Krähendolch und der Gefährte des Wächters. Was bist du denn? Cool. Ja, so halt echt. So lobe ich mir das. Oh, das Mädel tankt ein bisschen. Ah, das ist ihr Job als Krieger. Moment, ein bisschen rüber. So. Er ist tot, Kumpel. Ihr seid es, die Heldin von Ferelden. Dem Erbauer sei Dank. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Sie kam einfach aus dem Nichts.
Wir haben die Schreie der Sterbenden gehört. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte, direkt in diese... Ihr müsst ihnen helfen. Bitte unternehmt etwas. Was ist mit den anderen Wächtern? Ich glaube, direkt hinter mir war ein Magier. Er könnte ein Wächter gewesen sein, aber ich weiß es nicht genau. Ich versuche, Hilfe zu holen. Auf der Straße müsste eine Patrouille sein. Wir haben nicht viel Zeit, Kommandantin. Ihr seid... Achso, die hat mich einfach nur hierhin begleitet, okay. Ja, ihr seid keine einfache Führerin, oder? Oh, entschuldigt, Kommandantin. Ich hatte angenommen, wir würden uns gebührend vorstellen, wenn wir in der Festung sind. Mein Name ist Myri. Bis ich vor einem Monat rekrutiert wurde, gehörte ich den königlichen Rittern an. Ich habe allerdings meinen Beitritt noch nicht vollzogen. Der Truchsess hat mich ausgesandt, um euch zurückzubringen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Dunkle Brut aus dem Hinterhalt ist ungewöhnlich. Normalerweise greift die frontal an. Dies ist keine Verderbnis und doch sind sie so gut organisiert. Ich verstehe das nicht. Möglicherweise werden die von was anderem angeführt. Ihr meint von etwas anderem als einem Erzdämon? Das ist eine beängstigende Vorstellung. Ach ja, wo sind wir hier überhaupt? Ich habe keinen Schimmer von irgendwas, das ist komplett blind jetzt. Das hier ist Vigils Wacht. Die Festung gehörte einst Aal Hau. Wenn man bedenkt, was er euch und dem Rest des Ordens angetan hat, ist der Verlust ihres Landes vermutlich das geringste Problem seiner Familie. Und wer hat dir das sagen? Varel, der Truchsess. Soweit ich weiß, ist er der Seneschall der Festung und arbeitet für die Wächter. Dann lass uns mal weitergehen. Sehr gut. Erteilen wir diesen dreckigen Bastarden eine Lektion. Ja. Level up. Wie bist du ausgerüstet? Drachenknochen-Langschwert, Drachenknochen-Helm. Ja, okay, das hat ein bisschen was. Wobei, so übertrieben sind die Werte nicht mal. Okay, von dem Ding schon. Mein ganzes Legionszeug ist weg. Hm? Ja, was hat er das da? Dafür habe ich eine massive Zwergenrüstung. Woher? Ach nee, der Helm der Legion ist da. Aber der Rest nicht. Der stimmt, weil ich ihn ausgezogen habe, weil ich was Besseres hatte. Egal. Level up für dich, Mädel. Und das Level up heißt... Oh, neue Sachen. Geistkrieger? Obwohl Geistkrieger über magische Fähigkeiten verfügen, sind sie keine Magier. Sie bauen vielmehr eine Verbindung zu den Bewohnern des Nichts und die Fähigkeit des Sterblichen verstärken. Kleine Einblicke. Templer der Kirche machen jedoch kaum Unterschied zwischen Geistkriegern und Magiern. Behüter. Während viele Krieger in den törichten Überzeugung sind, sie könnten die Schlacht ganz allein entscheiden, ist der Behüter bewusst, dass Überleben seiner Verbündeten ebenso wichtig wie der Tod seiner Feinde ist. Behüter bevorzugen zwar, ihre Kampfgefährten beständig zu schützen, sind im Notfall aber auch zu persönlichen Opfern bereit, um ihnen das Leben zu retten. Das wäre gut für einen Tank. Und sie ist ein Champion, ja, haben wir schon gesehen. Achso, nötig Level 20. Ist Level 19. Dann behalte ich das mal noch. Ein Punkt hat sie. Ja, ein Todesstoß. Ich gesagt. Egal, Quatsch. Den ganzen Scheiß, ja. Doch, so habe ich mit Alistair geskillt und dann sind hier noch ein paar Punkte draufgesetzt worden. Jetzt das hier ist halt wirklich... Egal, Quatsch. Das hier habe ich auch nicht geskillt, oder? Doch, habe ich. Oder? Oh, ich wollte es zumindest. Das hier hat Alistair aber, glaube ich, bekommen. Ach nee, das war der Käse, wofür man Geschicklichkeit braucht. Das hat Alistair nicht. Okay, das ist reiner Zufall. Ich gebe dir mal das hier. Codex. Mihari. Oh. Na dann. Party! Uns droht weiterer Ärger. Ich kenne die Synchrosprecherin irgendwoher. Mach mal das hier aus und dafür das hier an. Ja, Commander. Wer hat denn die geskillt? Die ist ja nur auf Stärke getrimmt. Kreischer, Hurlock. Okay. Aber nächstes Mal Hurlocks, die keine One-Shots sind. Das war echt ein bisschen lächerlich. Wo soll ich zuschlagen? Hm? Ja, nun ist es hier an mir festgekeilt, alles klar. Oh, hallo Ogre. Ihr könnt nicht siegen. So, erstmal
kurz den Kreischer erledigen, der macht zu viel Schaden, ein bisschen. Das ist ein normaler Ogre, oder? Ja. Nee. Ach, da ist er wieder. Wie wär's damit? Oh, Anunus packt sich hin, okay. Wow, das Hinfallanimation. Im nächsten Frame auf dem Boden. Sind wir bei Family Guy oder was? Alter, die drückt raus. Das ist klar bei der. Wenn die alles in Stärke gepumpt hat, ohne ein bisschen auf Konzi zu achten, ist klar, dass sie rausdrückt. Schwache Ausdauer. Ah, Ausdauertränke, danke. Ich glaube, sie im ersten Teil nicht. Brauche Hilfe. Ich will nicht. Sterben. Kann ich ja nur gar nicht nachvollziehen. Ja, geht gleich schon wieder los. Schön interessante Reaktion gemacht, verhöhnt und sofort geht der Gendok auf mich los. So, danke, jetzt der Gehörlock noch. Danke. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Kein Ding, kannst auch ruhig mir danken und nicht nur ihm. Silberit-Dolch. Okay. Habe ich noch meinen 100er Rucksack? Ja, habe ich gut. Was macht denn ihr da? Soldat der Wache. Mal gucken, wie weit der kommt. Und Nummer 2 stirbt auch. Na? Oh, die geben viele Pins. Jetzt erst. Solltet ihr noch weitere Männer finden, schickt sie zu mir. Dann ignoriere ich mal den Edelstein. Das sind noch Hörlocks. Oder ist halt Gegner halt. Ich bin irgendwie umgangen, als ich da oben bin. Hab das geschafft. Ja, normale Hörlocks, okay. Und da kommen noch ein paar Gendoks um die Ecke, aber. Nichts allzu Dramatisches. Ah gut, wir sind doch noch ganz am Anfang. Ist ja quasi ein neues Spiel. Wenn man hier einen neuen Charakter kommt, soll das halt das ganze Zeug hochladen, weil ich bin ja auf Level 19 gesetzt worden. Anscheinend. Außer, dass es nur eben weil, dass das Spiel sich dem anpasst, was man selber für... Es ergibt keinen Sinn. Aber dass wir den Ausdauertränken war eine gute Erweiterung, sag ich schon mal. Chapeau. Wo wir überhaupt hin? Am besten da, wo wir noch nicht gewesen sind, also da hoch. Hab ich eigentlich für einen Buff drauf? Achso, klar, Kräfte sammeln. Au. Auf den Gesandten, bitte. Alle. Fokus. Bitte. Todesmagie bringt nichts ohne Leichenkumpel. Oh lol, der war ja schnell kaputt. Alter, ich bin so froh, dass ich Waldläufer genommen habe. Das ist so GG mit dem Bären. Anuminos carried. Nicht allzu hart, aber er carried. Ach ja, ich könnte ja auch mal. Jetzt ist Liliana nochmal dabei. Jetzt bringen wir die Skills was. Das war Langzeit-Taktik. Irgendwie. Irgendwo. Möglicherweise. Oh, die ist schon fast tot. Du hast das Schicksal herausgefordert. Und du stirbst. Danke. Ja. Granat. So, da geht's zu Virgils Wach-Innenbereich. Und hier geht's nix. Hä? Na, egal.
Unfassbar. Die Festung wurde überrannt. Ich verstehe nicht, wieso die Wächter nicht gespürt haben, dass die dunkle Brut kommt. Wie viele Wächter sind hier? Nicht besonders viele, vielleicht ein Dutzend, aber sie wurden von weiteren Soldaten begleitet. Unglaublich, wie effizient die dunkle Brut bei dem Überfall auf die Festung vorgegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kreaturen dazu in der Lage sind. Wir werden sie trotzdem besiegen. Ja, sie werden dafür bezahlen. Also, ich darf festhalten, wir haben mal wieder keine grauen Wächter. Oh, plus 10. Ja, hat bei 0 angefangen. Normal. 10% Naturresistenz, wovon? Achso, klar, hier von dem ganzen Käse hier. 13 Konsti auf Level 19. Da hab ich ja mehr. Oder hab ich doch? Ja, ich hab 25. Also zum Vergleich, Mädel. Das hier, das sind Stats, die man auf Level 19 haben sollte. Mit so ein Gurks. Wobei, wo hatten die die alle hingepumpt? Willenskraft? Achso, ich. Die hat Stärke und Geschicklichkeit. Ja, wow. Okay, sorgt dafür, dass er was trifft, aber... Erzieh dich, Kreischer. Target. Also, alle deine künftigen Level-Ups, Mädel, gehen in Konsti und Willenskraft. Das kannst du mir glauben. Okay, vielleicht nicht so viel Willenskraft, aber auch ein bisschen was. Lass mich jetzt mal in Ruhe, du Affe. Hier, den geht's auch noch. Und rein mit dir. Der hat auf mich Aggro, natürlich auf wen auch sonst. Wie wundervoll? Wie mag den Kampf, kann das sein? Egal, ist hier noch irgendwas? Ja, ist es. Kann ich aber nicht. Meine ganzen Schlossknacken-Skills habe ich aber noch, oder? Ja, habe ich. Oh, oh, neue Sachen. Runenherstellung. Vitalität. Na, das ist doch mal was. Klarheit. Das sind gute Sachen. Da habe ich mit den ganzen Sachen noch was anfangen. Das war ich nicht. Also, ich bin keineswegs unglücklich darüber, dass sie tot sind. Es war wirklich zu komisch, welche Geräusche Biff beim Sterben gemacht hat. Was? Also habt ihr die jetzt erledigt oder nicht? Wer zum Geier seid ihr? Ihr könnt mich anders nennen, werte Herren. Ich bin ein Magier und bedauerlicherweise auch ein gesuchter Abtrünniger. Ein Abtrünniger? In Vigils Wacht? Ihr wart nicht hier, als wir angekommen sind. An eine Frau wie euch würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Wir haben hier auf dem Rückweg zum Turm Halt gemacht. Eine kurze Pause, haben sie gesagt. Und jetzt sind sie tot. Eine Schande. Die Männer waren also Templer. Das haben sie zumindest behauptet. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, kann man sich bei so etwas ja nie sicher sein, oder? Die Templer hatten mich geschnappt und wollten mich gerade zurückbringen. Und dann hat die dunkle Brut angegriffen. Das könnte ein Zeichen sein, oder? Du hast einen Sockenschuss, kann das sein? Äußerst praktisches Zeichen. Ja, nicht wahr? Die Wege des Erbauers sind wahrlich unergründlich. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich helfe euch und den Rest besprechen wir später. Nachdem wir diese Bastarde erledigt haben. In Ordnung? Gern, einen Magier kann ich brauchen. Neuer Codex-Eintrag, Anders. Anders. Whatever. Oder ganz anders, kann auch sein. Geistheiler! Wow! Was Vernünftiges! Ich hab noch einen Punkt setzen. Blutmagier mache ich quies nicht. Arcana Krieg könnte ich machen, was lustig ist, aber mache ich nicht. Kampfmagier, was? Während einige Magier auf Zauber spezialisieren, die sich in Distanz und Kampf ergreifen, stützen sich Kampfmagier am liebsten seit ihrer schweren Schlacht. Nie ist es ihren Gegner so nah zu sein, dass sie Angst ihnen in den Augen sehen können. Der Zauber der Kampfmagier
dient sowohl ihrem persönlichen Schutz als auch der Kontrolle über die Elemente und ihre unmittelbaren Umgebung. Mhm. Klingt wie eine bessere Version vom Arkan-Krieger. Hüter. Jeder Clan der Lerdisch besitzt einen Hüter, einen weisen Ratgeber, der sich unter Erhalt des alten Wissens den Elfen verschrieben hat. Es kommt äußerst selten vor, dass Hüter außenstehenden in der Lerdisch verfügen. Diese Art der Magie konzentriert sich auf die Kontrolle über unterirdische Wurzeln. Das wäre eine Idee. Weil ich meine, Blutmagier ist scheiße, Formwandler ist scheiße, Arkaner-Krieger ist lustig, aber nicht gut. Also entweder Kampfmagier oder der hier. So. Natürlich Level 22, natürlich. Dann mache ich mal ein bisschen Kampfausbildung. Nötig Level 20. Ach, das auch, aber das hat er. Ja gut. Ich gebe jetzt 2 für Kampfausbildung. Und dann gucke ich, dass ich mal hier ein bisschen pumpe. Deswegen hebe ich mal noch auf. So, Stabfokus. Das machen wir gleich mal. Was ist das hier? Schild des Nichts. Der Magier verändert seinen arkanen Schild, um teilweise ins Nichts überzutreten. Oh, cool. Passiv. Achso, das ist das hier. Solange der Zauber aktiv ist, hat der Magier deutlich größere Chancen, gegnerischen Zaubern oder physischen Angriffen zu entgehen. Ist er inaktiv, ist seine Chancen zumindest noch leicht erhöht. Oh, cool. Elementbeherrschung. Der Magier hat gelernt, Auswirkungen sämtlicher Elemente zu verstärken. Ist dieser Zauber aktiv? Okay. Also ein blätter passiver Gedöns. Einklang. Der Magier befindet sich im Einklang mit umgehenden magischen Energien. Er hält Boni auf Willenskraft, Magie und Mana-Regeneration. Oh, cool. Das ist echt cool. Durch Level 25 und 52 Magie. Ja, leck mich fett. Zeitspirale, what? Wahrnehmung und Zeit zu verändern, Regenerationszeit sämtlicher Zauber zurückzusetzen. Hallo, Silian. Was ist das hier? Rückstoßfeld. Ein Zauber aktiv ist, soll der Magier Wellen ins Rückstoß Energie aus. Bei jeder Welle werden sämtliche Gegner zurückgeworfen, die bei der Prüfung kämpfliche Widerstandskraft scheitern. Hier zurück. Cool. Erfrischung. Na, Verbündete stärken und deren Erschöpfung reduzieren. Langsam ist ein Zauberer-Talent, das sämtlich deutlich gesenkt und das Manus haben wir beständig, absolut der Zauber aktiv ist. Arkanes Feld. Ist dieser Zauber aktiv, schaltet der Magier jeweils in Abstand für einige Sekunden arkane Energie, aber zeugt dabei Gestoßwellen, die sämtlichen Gegner Wirkungsbereich Geistschaden zufügen. Jedes Geschoss kostet den Zaubern eine geringe Menge Mana. Das wäre geil für einen Arkanenkrieger. Mystische Aufhebung, anhaltend. Eine Aura reinigende Energie umgeben, Abstand einiger Sekunden bannt der Zauber jeweils sämtliche von feindlichen Wesen hervorgerufenen magischen Effekte, also wie Gebietszauber, fall alles da. Das Gedöns ist gleich geblieben. Steinrüstung könnte ich dir geben, das wäre was. Hältst ein bisschen was aus. Hervorrufung. Ist auch noch gleich. Geist ist auch gleich geblieben. Veränderung ist auch gleich. Dann gebe ich dir gleich erstmal eine Todesmagie. Zermalmendes Gefängnis wäre halt nice. Das hat mich letztes Mal ganz schön abgefuckt. Wandelnde Bombe. Das wäre gut, Todessog, wenn wir das eh schon haben. Ist das die Todesruf? Okay, warum nicht? Was haben wir noch? Frostwaffen, Kältekegel, von mir aus. Steinrüstung für noch mehr defensive Pumpen? Nee, braucht doch irgendwann Mana. Ich heb mal noch ein paar Punkte für Level 20 auf. Wenn er den geilen Scheiß machen kann. Was ist das hier? Pesthauch? Okay. Lähmung? Massenlähmung. Ach ja. Okay. Gut, die restlichen Sachen hebe ich mal noch auf. Das ist echt nur, weil ich hier noch Punkte setzen kann. Ach ja, hier auch noch. Ja gut, macht Sinn. Nee, halt nicht zurücksetzen. Weiter. 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 Mach ich noch. Okay, anders. Nur anders. Dich krieg ich wahrscheinlich nicht auf. Wobei, andererseits, wo soll ich hinlangen? Ja, geht nicht auf. Hier ging es nicht lang, oder? Ach ne, genau, ging nicht auf. Wo soll ich denn bitte noch hin? Da war ja nichts. Hier oben war auch nichts, oder? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Gut, hier kann ich noch kurz gucken, aber ansonsten...
Nö. Ach so, das Geräusch, wenn ich aus dem Wirkungsbereich von der Aura raus bin. Ach, hier geht's weiter. Überlebender. Er hat irgendeinen Feuerstab. Hilf's mir mal bitte, danke. Meine kurze Frage. Bringt euch in Sicherheit, schnell! Meine kurze Frage. Kann sein, dass Anders einfach nur 1:1 Morgans Ausrüstung hat? Magistergurt. Ja, das ist einfach. 1:1 Morgans Ausrüstung. Bis halt auf die schwule Haube. Und halt auf Morrigan's Special-Robe, die hab ich natürlich nicht mehr, das ist klar. Magierroben aus Tevinter. Das ist die Verzauber... Ja, hier, die. Bitte. Hat einer was durcheinanderbracht. Herlock. Geld. Hoffentlich haben wir noch ein paar mehr Überlebende. Wir haben bisher nur einen Nahkämpfer. Das ist ein bisschen nervig. Was sich eigentlich ändern könnte, wenn ich mal kurz nachdenken würde. So. Lass mich mal bitte durch. Wohl nicht. Kann ich irgendwie ausrichten? Ah, ja. Jetzt. Ja und bumm. Ich hab noch einen. Bitte. Plus eins, plus zwei. Ach nee, halt, das sind einfach die Kreuze, das ist also. Okay, neuer Plan. Unten und sofort wieder oben. Soll meine ganzen Krempel bitte anmachen? Hab ich nämlich vergessen. Zumindest den mal. Und den hier. Hab ich noch alles? Was sind das? Also Rudenherstellung. Kältekegel. Heldenhafter Angriff. Nee. Okay, ist mal an, was an sein sollte. Abgesiegt! Oh ja, das haben wir. Das mit der Balliste war lustig. Das ist eine Art Falle. Das ist immer noch so dumm, dass ich magische Fallen auf die Art entschärfe. Amethyst. Geld. Wie ihr mal. Ja, Alistair, ich weiß das. Alistair? Anders. Ich weiß, dass du ein Level-Up hast. Wie ihr meint. Kriegst du trotzdem nachher erst, wenn du Level 20 bist. Ah, deswegen ging das nicht auf. Okay. Wäre das Rätsel auch gelöst? Ja. Level up. Oh, jetzt haben wir aber Angst. Bleibt ja, wo ihr seid. Ha! What the? Um uns zu töten, braucht es mehr als das, ihr Bestien. Kommt ruhig wieder, wenn ihr euch traut. Was ist denn das jetzt? Sind eigentlich nur Verrückte unterwegs?
So, und noch eine Konsti. So. Bisschen mehr Vitalität. Bisschen mehr Ausdauer. Erstmal Klarheit, glaube ich. Bisschen mehr Ausdauer. Ne, ich habe genug Ausdauer eigentlich. Ich meine, ich kann Lied und Bären gleichzeitig draußen haben und kann trotzdem den Streuschuss machen. Das langt eigentlich völlig. Ach ja, neue Sachen. Herzsuche. Das Nahkampfzeug. Aber wir haben auch hier sicher ganz geile Sachen bekommen. Genauigkeit. Das nächste. Ja! Das nehme ich mal. Ist das hier kritischer Schuss? Nee, danke. Erfolg freigeschaltet Schatten. So, geht das zeitgleich an mit... Unterdrückungsschüsse? Ja, geht. Gut. Dann machen wir beim nächsten Part weiter, würde ich sagen. Bis dahin, ciao. I'm not going to be able to do that.